Willkommen zum zweiten Teil vom Umbau des ADACs. Ja, was habe ich die letzten Male gemacht, als die Kamera noch nicht lief? Ja, ich musste ein bisschen was am Fahrgestell hier wegnehmen. Das sieht man, ne, wenn die Kamera mal scharf schalten würde. Na komm. Da, jetzt. Das sieht man da. Da würden die Beine hier zusammen sein. Ich habe das abgemacht, weil mir der Motor sonst ein paar Probleme gemacht hat. Weil die Räder, also der Motor hat sich nicht richtig gedreht und deswegen konnte er nicht auf der Platte fahren. Ja, des Weiteren habe ich den Rädsensor schon mal angeklebt. Den werde ich dann hier unten noch ein bisschen schwarz anmalen, dass er nicht so doll auffällt. Hier werde ich schon wie auf der anderen Seite Kästchen rankleben, dass es nicht so doll auffällt. Ja, des Weiteren ist mir leider der An- und Ausschalter kaputt gegangen. Da werde ich heute jetzt einen neuen ansetzen. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. So, der An- und Ausschalter ist jetzt wieder drinne. Und an der Seite habe ich wieder eine Box angeklebt, dass man die Kabel nicht so sieht. Und das nächste, was ich jetzt machen werde, ist, die ganzen Kabel hier zu verkabeln, verlöten. Und dann geht zur ersten Testfahrt. Bis gleich. Ja, so, ich habe jetzt die Kabel verlötet, wie man da auch ein bisschen sieht. Ich habe die schon mal darunter versteckt. Aufschieben werde ich das jetzt nicht, weil es war ein bisschen frimmelig, die alle runterzukriegen. Die roten da werde ich jetzt noch gleich mit dem Edding, ganz normalen, nochmal ein bisschen schwarz machen, dass die nicht so auffallen. Des Weiteren habe ich hier den kleinen Magnet draufgeklebt, dass der läuft und wenn er dann halt über einen anderen Magnet, also über die Stoppstelle fährt, hält er auch an. Ja, dann habe ich hier die Box angeklebt. Da hier werde ich das auch noch schwarz anmalen. Ja, die beiden Kabeln sind für die Batterien. Hier soll später entweder ein Auto oder ein Transporter rauf, wo die Batterien dann drinnen versteckt sind. Ja, ich werde das jetzt mal schwarz anmalen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, ich habe jetzt die Kabel soweit schwarz angemalt, so gut wie es ging. Noch hier den Rätkontakt, dass es nicht so doll auffällt. Ich habe auch schon das Gehäuse raufgesetzt, dass wir gleich die Testfahrt machen können. Das heißt, wir gehen jetzt rüber zur Anlage. Bis gleich. So, jetzt sind wir bei der Anlage und werden mal die erste Probefahrt machen. Na komm, so. Und ich finde, das sieht schon mega gut aus. Kann sich schon mal sehen lassen. Helden tut er auch. Kann ich ja mal wieder ausmachen, dass er gleich wieder losfährt. Ja, das war Teil 2 vom Umbau des ADACs. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, was kriegt er denn noch? Ich möchte gerne, dass er hier noch normales Frontlicht kriegt. Er soll oben auf dem Dach Orangelicht kriegen. Und wie natürlich jedes Auto auch Rücklicht. Das werde ich aber für mich selber machen, weil ich das noch nie groß gemacht habe. Dazu wird es vielleicht ein Video geben, mal schauen, bin mir aber noch nicht sicher. Ja, dann möchte ich mir auch, wie gesagt, ein Auto oder einen Transporter kaufen, wo ich dann die Batterien drinnen verstecken kann. Und ja, das war's. Über ein Abo und ein Like würde ich mich freuen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr den Umbau fandet. Soll ich sowas mal öfters machen, weil ich habe noch geplant, ein RTW umzubauen. Und ja, euch noch einen schönen Tag und ciao.